Also, es war drei Sachen, die diese Kabine erfüllen sollte. Sie sollte möglichst leicht sein. Die ganze Kabine wiegt 260 Kilogramm. Sie sollte nicht zu hoch werden. Wir haben eine Höhe von 2,5 Meter, wenn sie aufgebockt ist. Und man sollte das Ganze absetzen können, damit man mit dem Fahrzeug wegfahren kann, zum Beispiel zum Brötchen holen oder einen Ausflug machen. Die Basis ist ein Ein Unimog 411B, Jahrgang 1963, 32 PS. und eine Reisegeschwindigkeit von Maximum 758 Kilometer. Ich fahre hierher mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von gut 40 Stundenkilometer. Ich bin gestern von der Schweiz angereist. Das waren 286 Kilometer. Ergab rund 7 Stunden Fahrzeit. Und durch den fantastischen Klappmechanismus, der die Kabine erhöht, was haben die da für eine Höhe drin? Also Dann habe wie ich liegt die Stehhöhe für mich. Stehhöhe? Ja. Also die sind jetzt. Ich bin 1,75 Meter. Das Innenmaß ist rund bei 2 Meter an der höchsten Höhe. Dann kann man das Dachfenster öffnen. Wunderbar. Die Liegefläche drin 1,85 Meter.